Ja, zum Thema Fachkräfte oder Fachkräftemangel fällt mir einfach ein, mit der Lupe genau hinzugucken. Über Teilzeit haben wir ja vorher schon gesprochen, inwieweit man tatsächlich auch in manchen Gebieten den Fachkräftemangel dadurch begegnen kann, dass man die Chance eben auf Vollzeitarbeit ermöglicht. Ich denke jetzt zum Beispiel auch in vielen der Pflegeberufe oder in vielen der Sorgeberufe. Das Zweite ist wirklich auch zu gucken, wo wir hier Frauen in Handwerksbetrieben bekommen können. Ich kriege dann immer so die Antwort, naja, das können die dann nicht, falls sie möglicherweise irgendwann mal schwanger werden. Ich denke schon, dass manche Frau auch gerne in den Handwerksbetrieb gehen würde, und da müssen wir natürlich auch nochmal Kopf- und Herzarbeit machen, auch in den Schulen dafür zu werben, dass uns die jungen Frauen nicht aus dem ländlichen Raum wegwandern. Das Zweite ist, über Bildung, über Weiterbildung, über Qualifizierung auch Menschen zu befähigen, hier bleiben zu können oder auch wieder in Arbeit zu kommen. Wir haben ja vorher über Digitalisierung gesprochen, beziehungsweise dass sich der Arbeitsmarkt verändert, und deshalb finde ich es so wichtig, niemanden irgendwo hier auch aus dem Arbeitsleben zu drängen, sondern jedem zu helfen, einen für ihn passenden Arbeitsplatz zu finden. Auch das Rückkehren wieder, wenn man studiert hat oder wenn man eine Ausbildung gemacht hat, hier hängt ja zum Beispiel eng mit dem Wohnangebot zusammen. Und das Letzte, gut, das kommen wir nachher noch dazu, wenn wir eben dann möglicherweise auch Fachkräfte einwerben müssen. Mache ich gleich weiter? Ja, also ich glaube auch, dass für die jungen Leute einfach auch eine gute Infrastruktur mit ganz entscheidend ist. Also das schnelle Internet, keine Funklöcher zum Beispiel, und eben aber auch einen sehr gut getakteten Nahverkehr, der natürlich nicht nur für die jungen Leute gut und wichtig ist, sondern eben auch für unsere Senioren mittlerweile. Dazu bin ich der Meinung, müssen wir einfach nur den Charme des ländlichen Raums bewahren. Was ist denn der Vorteil des ländlichen Raums? Das ist unsere Natur, die Nähe zur Natur und unsere herrlichen Landschaften. Und da gehört meiner Meinung nach eben auch dazu, dass wir die nicht unbedingt durch weitere Windräder noch nicht mehr so schön gestalten, wie sie jetzt sind. Ich glaube, das ist auch zum Beispiel gerade im Tourismusbereich ein entscheidender Aspekt. Leute wollen eben hierher kommen, um eben die Natur zu genießen und nicht die Windräder zu sehen, als ein Aspekt dafür. Ansonsten ist ganz klar, wir brauchen Arbeitsplätze für die jungen Leute. Wir brauchen wohnortnahe Schulen für die Kinder entsprechend und Kindergärten. Also eigentlich das Wichtigste ist meiner Meinung nach eine ganz gute und intakte Infrastruktur. Damit der ländliche Raum attraktiv bleibt, möchten wir uns für flexible Arbeitszeitmodelle und auch Homeoffice einsetzen. Außerdem brauchen wir eine gute Infrastruktur, sowohl im Verkehr als auch bezüglich des Breitbandausbaus. Wir müssen kulturelle und auch sportliche Angebote stärken, dass es Schwimmbäder, Theater etc. gibt. Die Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit darf auf dem Land auch nicht zu kurz kommen. Wir brauchen ausreichende, zuverlässige und qualitative Kinderbetreuung. Das habe ich jetzt im Bekanntenkreis auch immer mehr, dass Leute in meinem Alter wieder zurück hierher ziehen, weil hier die Eltern sind und weil hier genug Kinderbetreuungsangebote bestehen. Außerdem müssen wir schulische und auch berufsschulische Angebote sichern, und eine ganz große Chance sehen wir Freien Demokraten auch im autonomen Fahren. Ich selbst fahre 4 Tage die Woche nach Heilbronn und 1 Tag die Woche nach Mannheim. Was würde ich dafür geben, wenn ich während dieser Fahrt ein Buch lesen könnte oder noch eine halbe Stunde schlafen könnte? Deutsche Bahn. Da sind sie aber lang unterwegs. Von ja, können sie lange lesen. Da gibt's noch. Ja, es ist richtig, man muss natürlich Infrastruktur ausbauen, wir brauchen besseren öffentlichen Nahverkehr. Für den Wahlkreis heißt es, Frankenbahn besser ausbauen, bessere Taktung, dass man auch zum Arbeitsplatz nach Heilbronn oder nach Würzburg oder nach Stuttgart auch einigermaßen vernünftig kommt. Wir müssen natürlich auch Glasfaserausbau vorantreiben. Im Kreistag haben wir beschlossen, mit der Vektoring-Technik zu arbeiten. Das kann eine Übergangslösung sein. Am Ende braucht man letztendlich Glasfaser zu jeder Haustür. Und
Fachkräftemangel. Ja, wir haben Fachkräftemangel, das ist richtig, aber da bin ich jetzt mal für die freien Kräfte des Marktes und sage, wenn ich genügend zahle, kriege ich meine Fachkräfte. Leider haben wir hier auf dem Land auch sogenannte Weltmarktführer, die noch nicht mal Tariflohn bezahlen, und dann brauche ich mich nicht darüber beklagen, dass ich keine Fachkräfte kriege. Und wenn ich mit Tariflohn keine kriege, muss ich ja noch was drauflegen. Ich kriege sie her, wenn ich es bezahle. Ja, ich bin hier in der Runde weiter mal der Optimist. Wir haben in der Tat viele Weltmarktführer bei uns. Wir haben tolle Betriebe, sehr gute, auch gut bezahlte Arbeitsplätze bei uns. Was die Politik machen muss, ist das, was im Grundgesetz steht. Gleichwertige Lebensbedingungen für die Menschen in Stadt und Land. Das heißt Infrastruktur, Straße, Schiene, schnelles Internet. Wir geben vom Bund 4 Milliarden Euro für den Ausbau des schnellen Internets aus. Das sind alles Fördermittel für den ländlichen Raum. 15,8 Millionen Förderungen kommen allein im Main-Tauber-Kreis an. Wir geben sehr viel Geld für den Straßenbau. Schiene kann vieles noch besser werden. Es geht um die Daseinsvorsorge, medizinische Nahversorgung, schulische Nahversorgung muss funktionieren. Den Menschen muss es gefallen. Wir haben eine der schönsten Regionen Deutschlands. Ich sehe viel Potenzial im Bereich des Tourismus. Ich sehe viel ehrenamtliches Engagement, wo man die Menschen, die hier leben, auch tatsächlich in einer hervorragenden Art und Weise binden soll. Ich sehe keinen triftigen Grund, warum man sich nicht noch mehr in solch einer schönen Region ansiedeln soll. Wir brauchen nur dort, wo weniger Menschen auf der Fläche leben, ein anderes Fördersystem. Und dafür möchte ich sehr gerne weiter kämpfen und weiter arbeiten. Ich sehe uns auf einem guten Wege. Das nächste Mal spreche ich wieder vor Ihnen, Herr Gehrig. Leider spricht ja der demografische Wandel bzw. zeigt uns andere Zahlen. Er zeigt uns ja keine riesige Zuwanderung von jungen Familien und jungen Menschen in den ländlichen Raum, sondern eher das Gegenteil. Und das ist ja, worum wir jetzt gefragt werden, wie können wir dafür sorgen, dass junge Menschen gerne hier leben wollen. Dazu gehört natürlich erstmal gute Arbeit. Ohne eine gute Arbeit vor Ort kann ich hier nicht leben, das ist so. Und jetzt wurde viel gesprochen von dem Fachkräftemangel. Ich sehe das mal positiver. Ich sage mal Fachkräftebedarf, weil eigentlich ist es ja für unsere jungen Leute eine Riesenchance, dass so viele Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, dass sie tatsächlich fast schon aussuchen können, wenn sie eine gute Ausbildung haben, zu welchem der Unternehmen sie denn gehen wollen. Also eigentlich ist es ein Bedarf und kein Mangel. Was mir hier ein bisschen fehlt, also alles, was gesagt worden ist, kann ich alles unterstützen. Infrastruktur, gleichwertige Lebensverhältnisse, alles. Was mir fehlt, sind einfach die Gegenfinanzierungen. Ich kann hier sitzen und kann Ihnen das alles versprechen, das können wir alles machen. Erstens mal haben wir hier zwei Personen sitzen, die schon längere Zeit also in der Regierungskoalition sind, dass ich mich frage, warum muss das jetzt wieder versprochen werden, warum haben wir da nicht noch schon einiges, denn der demografische Wandel ist nichts Neues. Das hat man schon vor 8 Jahren gewusst, dass sich das im ländlichen Raum so niederschlagen wird. Und zum anderen, wer ist bereit, dann dafür auch die finanziellen Mittel auszugeben? Und wer sitzt nachher im Bundestag und wer kämpft das in den Ausschüssen durch, wenn es darum geht, wofür wird das Geld verteilt? Kommt es in den ländlichen Raum? Mit wem würden Sie denn koalieren, um das zu erreichen? Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Gut. Kurze Antwort nochmal. Ja, es hat noch nicht geläutet vorhin. Ja, alles gut. Also. Ja. Gut. Die Union ist die Partei der ländlichen Räume, und während einer grünen, roten Landesregierung sind wir im ländlichen Raum sträflich vernachlässigt worden. Und deswegen ist sehr vieles, viele Millionen Euro kommen vom Bund für diese ländlichen Regionen, für diese Politik des ländlichen Raumes, und dafür stehe ich. Wir müssen nicht immer alles sagen, was noch besser werden muss. Manches muss man auch bewahren und kontinuierlich fortsetzen, und dann fährt man auch ganz gut. Das stimmt nicht, weil, Frau Dr. Schlegel? Zum Beispiel das Kooperationsverbot immer noch blockiert wird, sodass der Bund tatsächlich auch in Bildung, in frühkindliche, aber auch in andere Bildung mitfinanzieren kann, Ausbau bei Schulturnhallen, Ausbau
bei dieser Infrastruktur in Sachen Bildung und eben tatsächlich auch Gelder direkter in die Kommunen ankommen können zur Unterstützung tatsächlich auch des ländlichen Raumes. Und da kämpft die SPD hoffentlich auch in der nächsten Legislatur ein bisschen noch erfolgreicher dafür, dass dieses Kooperationsverbot weiter kippen kann.